Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omni 2, dem Omnibus-Simulator. Und wir sind unterwegs in der Bremen, auf der Bremen-Map und haben jetzt hier so einen Bahnhof erreicht. Der heißt Bahnhof Fegesack. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie dann die Hinweisschilder demnächst heißen. Naja, toll. Ich drücke die Pause raus. Kann ich doch wieder nicht. Jetzt kann ich sie rausdrücken. Und dann mache ich die Türen zu hier und dann fahre ich da mal so ein Stück um die Ecke, weil da habe ich gesehen, da ist unsere Starthaltestelle. Verspätung 4 Minuten. Was denn? Wegen so ein bisschen Ankratzen des Bordsteins da? Ihr seid ja verrückt. Ihr seid doch total bekloppt, ehrlich. Vernünftig. So, Fegesack Abfahrt ist hier. Genau. So. Die wollen bestimmt alle rein. Sollen sie. Guten Morgen. Moin. Moin. Einen normalen Fahrschein, bitte. Normalen Fahrschein. Einzelticket meinst du, ne? Für 2,20 Mark. 3,15. Moin. Einmal erwachsen, bitte. Erwachsen. Meinst du, das hilft, dass du davon erwachsen wirst? Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. Ja, drucken soll ich den auch noch? Hallo. Ein Fahrschein, bitte. Ein Fahrschein für 2,20. 50, 3, danke. 5, bitte. Morgen. Guten Morgen. Moin. Habt es jetzt? So, ich guck mal eben auf den Plan. Wir haben jetzt 9 Uhr, kann ich kaum sehen, 9 Uhr 4. Hm, wo ist er denn? Blumenthal, Klinikum, ne? Da waren wir, Da, Bahnhof Fegesack, 8.59 Uhr. Wir haben... 5 Minuten tatsächlich. Oh Gott, es ist immer nur... Das ist keine Chance, das ist überhaupt nicht zu schaffen. Naja, was soll's. Dann werde ich eben deswegen angemeckert. Wird ja sowieso immer angemeckert. So, wo müssen wir denn jetzt? 75, jetzt steht da Gron. Also, links lang. Ist hier alles frei? Ich sehe soweit nichts. Sieht gut aus. So, und da müssen wir wie? Geradeaus. Aber erst bei Grün. Gronmarkt, die nächste Haltestelle. Na gut. Was ist das? Jedi-Markt? Was? Da gibt's bestimmt so Laserschwerter und sowas, ne? Ja, wenn's doch der Jedi-Markt ist. Ich wollte ein bisschen gucken hier. Ah, Mensch, die Bäume da. Jedi-Max. Ach so, ja, das ist Medi-Max. Ja, Jedi-Max ist toll. Lichtschwerter und so ein Zeug. Cool. Gamer Moritz. Ja, Baby-Max. Heaven hilft. Ah ja. So. Weiter geht's. Ah ja. Das ist aber auch eng hier. Du meine Güte. Spielzeugstraße. Ich komme mir vor wie auf so einem Kinderverkehr-Lernplatz. So. Verkehrsübungsplatz, wo sie mit den Fahrrädern auf so Straßenmarkierungen fahren. Ne? Gibt's da. Gibt's bei uns in Kielgarden gibt's auch einen. An der Greifstraße da. Ne, an der Blitzstraße. Blitzstraße, Greifstraße. Ja, die Ecke da. So, hier. Hier will keiner rein, hier will keiner raus. Fahren wir gleich weiter. Haben wir keine Zeit zu verlieren. Sind über 6 Minuten schon in der Verspätung. Unfassbar. Schönebeckerstraße. Und die Ampel wird rot, so haben wir es gerne, besonders wenn wir eh schon 6 Minuten Verspätung haben. Was eine komische... Oh, da, ja. Gut. Weiter. Das wird sie ja wohl hoffentlich sein. So. Jawohl. Jawohl. Schönebecker Straße.
6 Minuten. Ach, das ist doch ätzend, ey, wenn man da keine Chance hat. Geht das überhaupt? Na ja, gut, ich meine, die Erfahrung hat mir immer gezeigt, auch wenn ich da meinte, das geht nicht, wenn ich mal richtig geübt hatte, dann habe ich festgestellt, es geht doch. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Seefahrtstraße. Seefahrtstraße. Jakob University Bremen, okay. Jetzt will wer aussteigen. So. Noch ist grün. Okay. Seefahrtstraße. Ja, Bremer, träumt mal von der Seefahrt. Dazu müsst ihr auch die See in der Nähe haben, sonst klappt das doch nicht. Guten Morgen. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Eine Tageskarte. 5,70. 6 und 10. Ja. Ich hoffe, das ist richtig hier. Aber da war kein Schild. Dann fahre ich geradeaus. Obwohl es so aussieht, als fahre ich da gegen eine Waldwand. Taunusstraße, Fahrtende. Ach, wir sind da! Mit nur 6 Minuten Verspätung. Hat noch keiner gemeckert. So, hier ist Ausstieg, ne? Jawohl. Alle raus jetzt hier, aber zackig. Husch, husch. Ich hab doch keine Zeit. Ich muss doch wieder zurück. Ihr löst euch ja sofort in Luft auf. Wofür seid ihr hierher gereist? Um hier zu in Luft auszulösen, euch zu verschwinden. Okay, so, Türen zu. Und weiter. 9.09 Uhr, fast 9.10 Uhr. Hier muss ich jetzt wenden. Ich denke mal, dass ich hier keine Pause habe. Ja, warten. Nee, ist klar. Ja, hier muss doch eigentlich... Ja, genau. Da zu früh und da zu spät. 6. Boah, ey, ist ja unfassbar. Hier mache ich ein Okay. Ja, 9.09 Uhr plus, ja, war schon ordentlich Verspätung. Ich hatte jetzt auch umgeschildert, ich guck mal lieber. Jawohl, da steht jetzt wieder diese Rönnebeck-Geschichte. Genau, dann sehen wir zu, damit wir nicht noch später dran sind, dass wir den Weg antreten. Fünf Minuten, ja, ist ja egal. So. Jetzt wird gemeckert, Leute. Wieso habe ich denn jetzt... Ach so, weil die Türen nicht auf sind, ne? So, hoffentlich kann ich jetzt verkaufen. Dann sind sie da wieder am Meckern. Wird's mal bald was und ich ärgere mich mit der Maschine rum. Ja. Ich sehe es kommen. Ehrlich. Ja, nichts verkaufen. Später ging's guten Morgen, oder? Noch. Hallo, eine Tageskarte, bitte. Das habe ich gut gemacht. Eine Tageskarte. 5,70 Mark kostet die. Obwohl ich dir am liebsten noch mehr abnehmen würde, weil ich einfach knatschig bin. Entschuldigen Sie. Ja, was? Hast du doch gekriegt, oder nicht? Entschuldigen Sie. Was jetzt wieder? Ah, ich hatte den falschen gedrückt. Ach ja, wir haben ja genug Zeit, ne? Ist ja egal. Jetzt aber Stoff geben hier. Klappt die Ansage? Ja. Seefahrtstraße. Ja, Jakob, wieder die Seefahrtstraße. University Bremen. Obwohl das hier rechts eher aussieht wie eine Kaserne oder so. Ja. Ampel ist grün. So, ich setze jetzt mal den
den Mecker-Abwehrhelm auf. Ich kann's nicht mehr hören. Noch später geht's. Das geht noch später. Du schmeißt dich gleich raus, dann kannst du mal noch länger warten. Das war doch eine Tageskarte. Am besten kommen sie gar nicht. Ja, dann stehst du aber auch länger da. Ich warte noch auf den Fahrschein. Ja, du kannst mich doch mal gerne haben. Es ist ja furchtbar. Stress. Bisschen zu spät sind sie schon, oder? Am besten kommen sie gar nicht. Du hast das schon mal gesagt. Ich komme dir gleich nach hinten. So, 2,30. 2,50. Noch ein. 3, 5, 10. Das sollte stimmen. Moin, eine Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke, bitte sehr. Naja, wenn ihr nämlich eure Fahrscheine im Vorverkauf kaufen würdet, dann bräuchte ich mich nicht so lange aufzuhalten hier und dann wäre ich auch nicht so viel zu spät. Aber nee, schuld ist immer die Fahrerin. Immer. Was anderes gibt es überhaupt gar nicht. Schönebeckerstraße. Also dieses Wort da hinten beim Terminus, wo steht warten, ne? Ist ja schon irgendwie zynisch, oder? Ich glaube, der hat doch von einem Ohr zum anderen gegrinst, als er das geschrieben hat da an der Haltestelle. Der Macher der Map. Ach ja. Ja, hier, stopp. Schönebeckerstraße. So. Rein. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Wir haben doch nichts Normales hier. Ist doch alles unnormal. So. Weiter. Weiter. 6,6 Minuten. Juch heißer. Ja, ja. Markt. Das wird da vorne sein. Ja, ich bin ein bisschen flott unterwegs. Da kriege ich dann Schiss, wenn da einer so abbiegt auf einmal. Ja, natürlich musst du rot werden. Damit, wenn das hier schnell klappt, das auf mir nichts bringt, ne? Los rein. Hallo. Hallo. Noch später ging's nicht, oder? Schrei mir nicht so ins Ohr. So, 2,50, 3, 5, 10. Wir sind aber ganz schön spät gekommen. Boah. Einen normalen Fahrschein, bitte. Und jetzt einen Fahrschein haben wollen von mir, ne? Will ich dir keinen Verkauf? Am besten, sie kommen gar nicht. Am besten, sie kommen gar nicht. Das ist auch toll, ey. Ja, was? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Was? Was hat das? Wir haben jetzt zu wenig Rückgeld ausgegeben. Also, das waren 2,20. Du hast mir 5 hingelegt. So. Da nicht noch ein paar Cent? Das sind jetzt 3, 5. Ja, siehste. Noch so ein Ding. So. Zack, zack, zack. Okay. Ja, man hat sich vielleicht mal verklickt, ne? Das weiß ich nicht, das kann ja sein. Jetzt ist die bestimmt schon zum 12. Mal inzwischen rot. 7,3 Minuten Verspätung, ist doch völlig egal. Scheiße. Ich mag das nicht. Ich mag das immer ganz gern, wenn es klappt. Naja gut, aber abgesehen von der Verspätung und davon, dass ich die eigentlich zum ersten Mal fahre, geht's doch eigentlich ganz gut. Ah, hier, Gropiusstand. Wenn Sie nicht vernünftig fahren. Boah, gleich steigst du aus, echt, das ist... Was machst du eigentlich beim Kopfsteinpflaster? Dauermeckern? So. Fehlgesagt müssen wir erstmal wieder genau geradeaus. Ja. War doch richtig. Ja, sicher. Da haben wir ja vorhin noch an der Ampel gestanden, da vorne noch bei Jedi-Markt. Uns erfreut. Ach ja, aber ich sehe, die Zeit ist schon wieder um. Und ich sag, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es denn dann weitergeht zum Fegesack und weiter bis zur Endstation. Ja, bis dann. Bye, bye. Tschüssi.